Hallo, hier ist Jan und herzlich willkommen zu einem Bonus-Part zu Let's Play Final Fantasy VI. Heute widmen wir uns komplett dem Welt und den Rage und Lieb-Comment, eigentlich komplett Gore, der nur so nebenbei eigentlich auch in die hintere Reihe sollte, denn die meisten seiner Attacken sind Magic-based. Jedenfalls gehen wir aufs Eingemachte. Ihr habt unter Skills, habt ihr bei Gore einiges an verschiedenen Fähigkeiten. Ihr seht schon, ich habe einiges schon gelernt und die wichtigsten Sachen packe ich definitiv in die Videobeschreibung. Es gibt zwei, die ihr definitiv holen solltet. Das wäre zum einen Rodox, deswegen habe ich vorher auch so viele Battle-Formationen von ihm quasi im Spiel schon geholt, damit ich halt die höhere Chance habe, Rodox zu kriegen. Und zum anderen etwas, was ihr einmal bekämpft hat und was eben für mich ungefähr 20 Minuten gedauert hat, bis ich diese Kampfformation bekommen hatte, ist Marshall. Das war der erste Boss oder eigentlich der zweite. Jedenfalls kommen wir zu ein paar technischen Daten. Insgesamt gibt es 255 Rages in diesem Spiel. Drei von denen sind verbuggt oder sie gibt es einfach nicht. Jedenfalls holen wir nicht alle Rages in diesem Spiel. Es sind einfach viel, viel, viel zu viele und alles abzufarmen würde sich definitiv nicht lohnen und viele von ihnen sind einfach auch nicht sinnvoll. Andererseits gibt es halt einige, die wirklich immens nützlich sind und diese werden wir benutzen. Des Weiteren, wenn ihr Rage benutzt, dann werdet ihr quasi zu dem Monster und könnt entweder seine Spezialattacke einsetzen, was zum Beispiel ein Zauber oder halt eine besondere Fähigkeit ist, oder eine physische Attacke. Allerdings übernimmt ihr damit auch seine elementaren Schwächen. In den meisten Fällen ist das irrelevant. Manchmal ist das allerdings schon relativ wichtig. Die Chance, ob jetzt eine physische oder eine Spezialattacke kommt, ist 50-50, das heißt entweder so oder so. Ihr könnt also Glück haben und die ganze Zeit mehr Damage machen oder eben auch nicht. Und des Weiteren könnt ihr Gore dann auch nicht mehr steuern. Außerdem kann er auch nicht normal angreifen. Des Weiteren. Der Vorteil von Rage ist halt auch, dass man ziemlich schnell viele neue Attacken hat, die das Spiel eigentlich noch gar nicht vorgesehen hat, dass ihr die habt. Ihr könnt also so einige Mechanismen im Spiel umgehen oder einige Statuseffekte ausnutzen, auf die Gegner noch nicht resistent sind, weil das Spiel eben nicht davon ausgeht, dass ihr so viel habt. Des Weiteren, das Spiel unterteilt Encounter in insgesamt 512 Battle-Formations. Ja, zum Beispiel diese paar, die wir mit Rodox hatten oder Boss-Formationen. Insgesamt sind es 512 Formationen, die das Spiel hat. Davon werden diese 512 in 64x8 unterteilt. Einige von ihnen sind auch leer oder verbuggt oder es sind halt Test-Szenen, die halt nicht im Spiel drin sind. Jedenfalls, alle Monster, die hier spawnen, sind nur Formationen, die wir vorher schon mal gehabt haben. Und das Spiel funktioniert folgendermaßen. Ihr lauft rum und kriegt halt beim ersten Encounter die Chance aus einem von diesen 64 Formationen, normalerweise halt die erste. Davon kriegt ihr jetzt einen Kampf, entweder den ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten oder achten. Das ist halt random. Und nach diesem Kampf kriegt ihr aus der zweiten der 64 Formationen einen der nächsten 8 Encounter und so weiter und so fort. Bis es einmal durchgegangen ist, wenn natürlich eine Formation nicht existiert oder ihr da keinen Kampf habt, dann wird diese natürlich übersprungen. So, das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel Tasca, ja? Das heißt, wir haben auch nur hier im Welt dieses Lieb-Comment. Das heißt, wir können nur neue Fähigkeiten hier lernen. Wie viel mit Gore jetzt neue Fähigkeiten lernen, ist Lieb einzusetzen. Alle Monster, die aktuell auf dem Feld sind, egal ob ihr schon einen getötet habt oder nicht, oder noch im Kampf spawnen würden, diese Fähigkeiten lernt Gore. Das heißt, alles, was gerade auf dem Feld war, würde ich nach dem Kampf haben. Jetzt geht es dann darum, einfach rumzulaufen, weiter auf dem Feld zu sein, denn wir müssen noch einen Encounter machen und diesen gewinnen. Es muss nicht unbedingt der nächste sein, die Chance, dass Gore zurückkommt, ist auch nicht hundertprozentig. Es könnte aber durchaus sein, dass es jetzt in diesem ist. Wenn es nicht in diesem ist, werde ich es ein bisschen schneiden, bis Gore quasi wieder da ist, damit ich euch das auch so genau zeigen kann. Ich hoffe einfach, dass er jetzt wieder da ist, auch wenn wir diese Formation oder diese Fähigkeit schon haben. Aber ist ja irrelevant. Ansonsten kann man mit dieser Fähigkeit also immens viel Schaden machen und deswegen die Leute, die Gore beherrschen, die feiern ihn eben, weil er eben zum Beispiel mit Marshall oder mit Rodox extrem sinnvoll und nützlich direkt schon am Anfang des Spiels ist. Er ist ein riesiger Konkurrent schon für Seven, wenn er nicht sogar stärker als Seven ist. Der Unterschied ist allerdings, Seven kann ich halt kontrollieren und bei Gore ist es halt so eine Chance, ob es klappt oder nicht. Und nee, ist jetzt nicht gekommen. Okay, einen kleinen Schnitt, ihr seht dann, wie es weitergeht, wenn Gore gespawnt ist. Ah, da ist er, ja, okay. Nach den Stray Cats, die ich gerade eben verprügelt habe, ist Gore gespawnt. Das heißt, Stray Cat würde ich jetzt auch lernen. Und während Gore hier spricht, solltet ihr ihn nicht angreifen, sonst rennt er wieder weg wie am Anfang. Und er braucht auch jetzt kein Dried Meat. Einfach warten und schon ist er wieder da. So, das heißt, jetzt hat er halt die Fähigkeiten, wenn ich sie jetzt nicht schon gehabt hätte, jetzt auch noch gelernt. So, das wäre auf jeden Fall das. Ihr seht also schon, mit Gore kann man sich
ordentlich die Zeit vertreiben. Er kann auch einige Bossformationen erklären, wie ihr es halt auch am Marshall gesehen habt. Und wir werden definitiv im Laufe des Spiels öfter mal wiederkommen, um ein paar weitere Fähigkeiten für Gord zu holen, wenn es relevant wird. Ich werde nicht permanent, theoretisch kann man fast permanent hierher zurückkommen. Aber ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich nicht so oft hingehe, aber dann, wenn ich herkomme, eine Menge holen werde. Einfach um mir die Zeit zu sparen und nicht bescheuert anstrengende Wege zu laufen. Ich werde es später nochmal genauer erklären. Aber gut, ich denke, das ist sehr grob zusammengefasst, was ich über Gore und das Welt weiß. Ich hoffe, es war nicht zu viel Halbwissen dabei, denn das ist ja auch immer so ein bisschen Problematik. Ich werde mal gucken, ob ich euch definitiv die Rages, die ich auf jeden Fall und eventuell haben möchte, in die Videobeschreibung packe und was diese ganzen Sachen können. Das kann ich euch eigentlich auch mal im Kampf zeigen. Das wäre eigentlich eine gute Idee, bevor wir den Part beenden, denke ich. Achso, der Kampf eben war ein Tester und den wollte ich nicht unbedingt verwenden, aber nehmen wir das hier. So, Rages. Das heißt, wir gehen zum Beispiel auf Rodox. So, das heißt, wir setzen jetzt permanent seine Attacke ein, entweder spezial oder physisch, und ihr seht schon, Instant Death, sehr nice. Des Weiteren, was haben wir noch? Ich mache mal lieber direkt einen Safe State, damit ich euch die anderen Attacken noch zeigen kann, die relevant sind. Da hätten wir zum Beispiel, was ich definitiv haben will, ist Marshall. Also Marshall ist wahrscheinlich meiner Meinung nach noch wichtiger als Rodox, wenn ich ihn finden würde. Wo ist Marshall? Marshall, Marshall, Marshall. Marshall, Marshall, wo bist du denn? Wo ist mein Marshall? Ist er so weit unten? Hä? Ich bin gerade irgendwie blind, oder? Rage. Na komm. Ja, ja, das Spiel wartet hoffentlich noch ein bisschen auf mich. So, ich will ihn finden. Ich will ihn euch zeigen. Da ist er, Marshall. Alles klar, denn was Marshall kann, wenn das einsetzt? Ja, genau, Windslash. Es ist eine elementare Attacke, die alle Gegner trifft und nicht unter Split Damage leidet. Es ist wahnsinnig gut. Als nächstes, was haben wir noch Sinnvolles? Lasst mich schauen. Pteron wäre ganz gut. Wo ist das Ding? Ja, ich bin immer so der Typ, der die nicht alle findet. Ah. Na komm, wo bist du? Hier ist er, Pteron. Okay, physische Attacke. Versuch's aber bitte nochmal, Gor. Komm schon, nochmal. Nein, du sollst nicht deine physischen Attacken einsetzen. Nochmal bitte. Bitte setz ein, was ich sehen will. Da, genau, Fireball. Elementare Feuerattacke auf alle Gegner. Ziemlich nice. Kann halt nützlich sein, wenn ein Gegner schwach auf Feuer ist. Als nächstes hätten wir Templar, was ganz wichtig ist. Zeig uns deine Spezialattacke. Ah, physisch. Gar nicht mal so schwach. Fire 2, genau. Ist halt stärker gegen einen Gegner. Aber muss man, ja, ihr seht schon, mächtiger Damage, oder? Ansonsten haben wir Trillium. Trillium wollte ich definitiv haben. Keine Sorge, ich packe alles nochmal in die Videobeschreibung. Ihr müsst euch das jetzt nicht merken. Ich werde auch in die Videobeschreibung reinpacken, was für eine Fähigkeit die besondere Fähigkeit ist. Hier zum Beispiel Bio, was eben auch nochmal immens Schaden machen kann, wenn Gegner darauf schwach sind. Dann hätten wir Stray Cat. Wo ist Stray Cat? Stray, Stray, Stray Cat. Solltet ihr übrigens, Stray Cat müsste gewesen sein, kurz nach dem Wald müsstet ihr Stray Cats getroffen haben oder kurz vor dem Phantom Train. Da ist Stray Cat. Ah, direkt Cat Scratch. Ordentlicher Damage. Dann haben wir Primordite. Wo ist Primordite? Ja, heute ist eine sehr technische Folge. Nicht gestern, sondern heute. Und sie ist für eine Bonus-Episode verdammt lang. Mir fällt gerade auch ein, in Final Fantasy 13 hatte ich zwei. Ich hatte ja auch eine zum Chocobo nutzen, nicht wahr? Final Fantasy 10 hätte ich auch eine Blitzball-Episode geben können und hat es gerade nicht eingesetzt. Bitte nochmal, Pteron war das gerade? Ne, Primordite war das. Wo ist Primordite? Da. Komm schon. Bitte jetzt go, 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 go. Genau, Numblade, danke dir. Das verursacht nämlich Stopp. Das heißt, es gibt sogar ein paar Bosse. Einen, der nicht allzu weit weg ist, der auf Stopp nicht resistent ist und damit habt ihr den Kampf instant gewonnen, interessanterweise. Und der letzte, der mir im Moment wichtig ist, ist Hazer. Hazer macht Bolt 2. Das heißt nochmal Elektro. Ja gut, gegen die halt nicht so effektiv, weil sie selber quasi weil sie selber quasi Donnerelement sind. Aber hey, wir haben die Fähigkeit.
Insgesamt seht ihr also, es gibt eine Menge Fähigkeiten, die man definitiv haben sollte, denn das Repertoire von Gaul ist gigantisch groß und wenn man weiß, ihn zu nutzen, dann lohnt es sich vorne und hinten immens. Das ist aber alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich würde sagen, weiter geht's dann beim nächsten Mal in Let's Play Final Fantasy VI. Ich bin's hier und sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin und bis dahin.